habe 600 Jahre geschlafen. Aber im Moment könnte ich problemlos 600 weitere anhängen. Bitte helfen Sie mit, Ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten. Und lassen Sie uns alle gemeinsam... Nadmor Morda verteidigt ihre Position als kroganischer Overlord. Nachdem die Kroganer die Nexus verlassen hatten, machte Jorgul Strux Ansprüche auf den Platz ihres rechtmäßigen Anführers in Helios geltend. Morda behielt ihren Titel jedoch, indem sie Strux vor den Augen einer tosenden Menge auf Illadin im offenen Kampf besiegte. Das war HNS, auf einer Raumstation im Neuchrisis. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt ein Familienzusammentreffen auf der Erde. Endlich. Der Ryder-Clan in einem Raum. Kommt mir vor, als wäre es Jahre her. Oder mehr. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich habe euch vermisst. Wie fühlst du dich, Mom? Nein, das machen wir nicht. Nur eine Regel. Wir reden nicht über mich. Mir geht's gut. Und wenn nicht, habe ich Pillen. Okay? Okay. Gut, reden wir von was anderem. Alec? Echt jetzt? Ihr seid beide gewachsen. Ja, Dad, das kann schon mal vorkommen. Ja, ich weiß. Also, die Allianz soll an einem neuen Mako arbeiten. Ja, und man kann ihn aus einem Schiff abwerfen. Ich weiß, angeblich kriegen wir bei der nächsten Expedition einen. Erkundet ihr immer noch die Attika-Traverse? Wir haben vielleicht eine Proteaner-Stätte gefunden. Bislang keine Artefakte. Wir graben noch. Mit den ersten Ruinen auf dem Mars veränderte sich mein Leben. Außerirdische waren real. Wir mussten sie nur finden. Genau. Ich sehe mir jeden Morgen ein Masseneffektportal an und denke, was ist auf der anderen Seite? Verlier das nicht. Denn sobald du aufhörst, dich das zu fragen, stirbst du innerlich ein bisschen. Keine Chance. Wir haben das im Blut. Durch dich. Wie war das, Dad, als du das erste Portal durchschritten hast? Ha, vergesst die Geschichten. Das Charon-Portal hat uns allen Angst gemacht. Einschließlich Admiral Grissom. Lasst uns jetzt essen, was eure Mutter den ganzen Tag gekocht hat. Und ich erzähle euch davon. Daran erinnere ich mich. Mom hat sich beschwert, dass der Ryder-Clan nie gleichzeitig im selben Zimmer war. Merkwürdig, wo sie doch eine Familie waren. Mehr musst du nicht wissen. Dad war keine angenehme Gesellschaft. Das betretene Schweigen dauerte oft stundenlang. Dennoch hatten sie ein gemeinsames Interesse. Ja, ob gut oder schlecht. Deine Eltern färben einfach auf dich ab. So eine Art Symbiose? Ja, könnte sein. Allerdings nicht immer zum Vorteil. Sie sind daraus hervorgegangen. Das Urteil darüber ist noch nicht gesprochen. Jedenfalls habe ich an diesem Tag verstanden, was emotionale Bindungen in einer Familie sind. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt, wie Alec zum ersten Mal von der Initiative erfuhr. Es dauert nur einen Moment. Hallo, Alec. Ich bin zu alt für Spielchen. Ich habe Ihre Nachricht erhalten und bin hier. Wer sind Sie? Ein Wohltäter, wenn Sie so wollen. Haben Sie ein Angebot für mich? Zukunft. Ziemlich vage. Eine Zukunft für Ihre Frau. Sie haben kein Geld mehr, keine Kontakte. Sie können Sam nicht fertigstellen. Woher wissen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Was immer Sie brauchen. Sagen Sie mir erst, was Sie brauchen. Ihre KI kann nicht nur Ihre Frau heilen, sondern auch die Rettung für viele andere sein. Ich verstehe nicht. Wo wir hingehen, brauchen wir eine andere Perspektive, um Dinge zu verstehen. Wo ist das? Die Andromeda-Galaxie? Ich habe einen Vorschlag für Sie. Und Alan hat nicht viel Zeit. Sind Sie interessiert?
Wer war das? Der Wohltäter? Ich glaube, die Andromeda-Initiative war mehr, als die Öffentlichkeit wusste. Private Loks sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Vielleicht bringen sie neues Licht in die Sache. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt vom letzten Tag ihrer Mutter. Es war ein guter Kampf, Soldat. Er ist noch nicht vorbei. Alec. Nein. Alec, lass uns die paar Stunden genießen. Und danach? Habt ihr euch noch immer? Aber wir wollen dich. Ich liebe dich, Mom. Ich liebe euch beide. Lebt euer Leben. Vollbringt Großes. Ihr habt so viel Potenzial. Und vergesst nicht, verliebt euch mindestens einmal. Wir lassen euch allein. Sag es, Alec. Sag es. Dann sag ich's. Leb wohl. Pass auf die Kinder auf. Sei für sie da. Mach ich. Trauere um mich, Alec, aber gib dich nicht auf. Was hast du immer gesagt, als du ein N7 warst? Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Vergiss das nicht. Sei stark. Nie so stark wie du. Ich liebe dich, Alan. Das hatte ich nicht erwartet. Das Konzept des Todes bleibt mir verborgen. Ein endgültiges Ende in einem Kosmos, der sonst nur unbegrenzte Möglichkeiten kennt. Ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Mom ist nicht einfach für immer verschwunden. Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Aber ich mag den Gedanken, dass die Existenz irgendwo weitergeht. In dem Fall wäre mein Scheitern bei ihrer Rettung nicht endgültig. Ihr Vater hoffte, ich würde sie heilen. Niemand kann den Tod besiegen. Du nicht, mein Vater nicht. Es war Schicksal. Und dennoch habe ich paradoxerweise in diesem Moment das Leben besser verstanden. Inwiefern? Die Tiefe der Gefühle, die ihr Vater für Alan empfand. Er hat sie nicht oft gezeigt. Ein Umstand, den er bedauert hat. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Loks ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Ich hatte gestern ein merkwürdiges Treffen. Ich dachte, es wäre mit Gian Garson, der Gründerin der Initiative. War es aber nicht. Gian ist die Visionärin. Sie begeistert alle für das Projekt und sorgt für Publicity. Aber offensichtlich beschafft dieser Wohltäter Ressourcen und Geld. Und zwar viel Geld. Das Ganze ist ungewöhnlich, aber das gilt für alles an diesem Projekt. Interessant. Ich frage mich, ob Direktor Tan darüber irgendwas weiß. Ich sollte mal mit ihm darüber reden. Ich habe das Angebot der Initiative angenommen.
Sie nennen mich einen Pathfinder. Es gibt keine andere Option mehr. Ohne sie wird Sam niemals Realität. Unsere Ersparnisse sind verbraucht und niemand ruft mich zurück. Ich bin ein Paria. Irgendwas an diesem Wohltäter ist seltsam. Aber Alan geht es schlechter. Ich darf sie nicht im Stich lassen. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Liara Tassoni, ha? Huh? Sie hat die Proteaner studiert. Wenn mein Team und ich Artefakte ausgegraben haben, kam ihre Arbeit immer zur Sprache. Sie hatte einige ziemlich kontroverse Theorien, soweit ich mich erinnere, hat aber nie größere Wellen geschlagen. Ich habe Dr. Tissonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Hallo Alec, hier ist Dr. Tissoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Hallo Alec, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Scott. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber er ist mein Sohn. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, ihn so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann. Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war. Ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Gib her, Alec. Wir haben dich lange genug reden gehört. Okay, also die Ironie ist folgende. Meine Forschung über biotische Implantate und E-Zero hat diese dämliche Krankheit ausgelöst. Aber vielleicht wird sie mich auch retten. Streich das vielleicht. Hey, das ist mein geheimes Lock. Jedenfalls könnte das richtige Implantat in Verbindung mit der richtigen KI die menschliche Physiologie stärken. Während die Krankheit versucht, mich zu töten, gehen das Implantat und Sam dagegen vor und halten die Dinge im Gleichgewicht. Ergebnis? Ich bleibe noch ein wenig hier. Vielleicht löse ich auch die vielen Hochzeitstagsessen ein, die mir dieser eine Typ schuldet. Wie sehen Sie als Quarianer und Historiker die Reaktion Ihres Volkes auf die Geth? Nun, wir haben die künstliche Intelligenz verbannt, was verständlich ist. Aber es war ein Hammerschlag auf einen zerbrechlichen Nagel. Und das war was?
Der Auslöser der Revolte. Der erste Geth, der uns fragte, Schöpfer, hat diese Einheit eine Seele? Aber wie konnte sie eine Seele haben? Geth hatten keine sinnvolle Wahrnehmung der Welt oder die Vielfalt an Erinnerungen, die wir für selbstverständlich halten. Und schlimmer noch, die Geth betrachteten uns als Schöpfer. Die Revolte war unvermeidlich. Wir waren ihre Vorgesetzten. Und das lehnten sie ab. Leider. Balavon hat gesagt, sie suchen nach mir. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Ex-N7 den Shadowbroker sucht. Ich kann alles besorgen, falls sie bezahlen können. Vor allem, wenn die Tech etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Der Rat wird mir die Spectre-Rudelweise auf den Hals hetzen, wenn er davon erfährt. Übersetzung. Ich beschaffe ihnen den gewünschten Code. Aber der Preis hat sich gerade verdoppelt. Sollten sie ihren Teil nicht einhalten, schicke ich Leute. Leute mit Knarren. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Eine willkommene gute Nachricht. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten.